Ja, Schwabensacker, bei uns zu Gast hier im Soccer-Center Gersthofen. Ja, der Trainer vom TSV Eindling, der Roland Bahl. Roland, herzlich willkommen. Ja, wieder mal. Servus. Sag ich, hast einen Spieler mitgebracht, den Philipp Körner, euren Sechser. Werden wir natürlich mit integrieren in das Gespräch. Ja, Roland, Landesliga Südwest, ganz eine enge Geschichte heuer. Neben den finanziellen Problemen, den Geschichten mit den Steuern und dem Ganzen, auf das wollen wir heute gar nicht so eingehen, aber ihr habt natürlich auch sportlich Sorgen. Momentan Platz 16 mit 30 Punkten. Vor euch die TSG Tannhausen mit 30 Punkten, der erste Nichtabstiegsplatz, SC Fürstenfeldbruck mit 31 Punkten, Otto Beuern davor mit 33 Punkten. Das alles unter Nichtabstieg ist wieder in Reichweite, das ist machbar. Zuletzt der Sieg zu Hause gegen Kaufbeuern mit 2:1. Roland, was sich gerade so abzeichnet, ihr gewinnt zu Hause eure Heimspiele, holt aber momentan auswärts nichts und jetzt spielt ihr dann in Oberweigertshofen und ja, 3 Punkte auswärts wären vielleicht am Ende der Saison einmal Gold wert, oder? Ja, ist richtig. Zu Hause haben wir unsere Hausaufgaben immer sehr gut erledigt, muss ich sagen. Vor allem jetzt im Jahr 2014 konnten wir alle 3 Heimspiele gewinnen und ist eminent wichtig, weil auswärts haben wir halt alle 3 Spiele verloren und so, dass wir eminenten Druck haben, gerade zu Hause die wichtigen Punkte einzufahren. Aber es ist jetzt einfach, sage ich auch einmal, an der Zeit und am Samstag natürlich Gelegenheit gegen, ja, ich sage gegen eine Mannschaft, die wo noch nicht ganz weg ist, das Feld ist ja noch sehr eng und wir müssen jetzt einfach mal versuchen, auch gerade auswärts was mitzunehmen. Das ist eminent wichtig. Ich glaube, wir dürfen uns nicht nur auf die Heimspiele verlassen. Und das haben wir auch ganz klar angesprochen die Woche, dass man das Spiel in Oberweigertshofen ist unheimlich wichtig. Aus mehreren Gründen. A, brauchen wir selber dringend die Punkte. Und wenn es uns gelingen würde, da zu gewinnen, dann ziehen wir ja auch einen Konkurrenten mit rein. Die haben ja auch ein Spiel mehr wie wir. Wir haben noch das Nachholspiel gegen die TSG Tannhausen. Und darum hat das eine ganz hohe Bedeutung. Und ja, es wäre natürlich unheimlich zielführend, da einen Dreier zu holen. Aber wir sollten auf allen Umständen da nicht verlieren. Ja, ich frage mal einen Spieler, den Philipp Körner, euren Sechser. Philipp, was macht es für euch momentan auswärts so schwer, dort zu punkten? Ja, das ist eine gute Frage. Weiß auch nicht, woran es liegt. Also die Heimspiele sieht man ja, gewinnen wir auch. Weiß nicht, vielleicht ist einfach die Einstellung vor dem Spiel. Kann ich das gar nicht so beantworten. Also das, weiß nicht, woran es liegt. Naja, man sieht es ja im höherklassigen Fußball, Roland. Auswärts ist es nun einfach mal schwer zu punkten. Wenn man auswärts in Rückstand gerät, dann verliert man auch zu 90% die Spiele. Das ist so. Das hat damals, das war in der Landesliga gang und gäbe. Das konnte man belegen mit Statistiken. Das ist in der Bayernliga so. Regionalliga, wenn du zweite Liga, erste Liga, wenn du da mal in Rückstand gerätst, dann gewinnt man ganz selten noch das Spiel. Wie gesagt, ein Dreier auswärts, zumindest mal ein Punktgewinn in Oberweigertshofen, 35 Punkte, die sind nicht weit weg. Es ist alles machbar. Für euch noch, ja, Planung, Thema Planung, Roland. Momentan kann man in Eindling, glaube ich, nicht planen. Man weiß nicht, wo es hingeht. Vielleicht wisst ihr mehr. Vor 1-2 Jahren, man muss sich ja momentan mit dem Thema Bezirksliga befassen. Wäre vor 1-2-3 Jahren undenkbar gewesen in Eindling, oder? Ja, vielleicht nochmal ganz kurz nochmal. Ja, zu den Spielen an sich, bevor wir zur Planung kommen, ich sage ja noch, sind 7 Spiele. Wir können es noch aus eigener Kraft schaffen, das ist das Positive. Und ich glaube einfach, dass wir auswärts einen Tick zu ängstlich sind. Nicht so wie zu Hause, da haben wir ein anderes Auftreten, da sind wir mutiger, da sind wir engagierter. Und das müssen wir jetzt auch mal auswärts reinkriegen. Das ist das, was mir fehlt. Wir haben da immer wieder zu ängstlich agiert, haben eigene Fehler gemacht und da machst du den Gegner stark. Und jeder Gegner ist halt auch heimstärker, wie gesagt. Und da müssen wir jetzt einmal einen Hebel ansetzen, den Gegner halt nicht unnötig aufbauen, versuchen, ja, die Fehlerquote da auch niedriger zu halten und mehr. Ich denke, auswärts muss man noch mehr investieren und das sollte man jetzt zügig anfangen, am besten am Samstag. Gut, die Planung,
man muss immer planen, sage ich, dass die Situation momentan beim TSV Endling für alle nicht ganz einfach ist. Aber ich muss auch sagen, die Leute, die Verantwortlichen beim TSV, die arbeiten total akribisch und die setzen alle Hebel in Bewegung, dass man auf einer vernünftigen Basis weitermachen kann. Die stehen zu ihren Versprechungen, was die Mannschaft betrifft und ja, alles drumherum, muss man sagen, die verhalten sich da schon sehr korrekt. Und wir als Spieler und ich als Trainer, wir müssen alles dafür tun, um eben sportlich die Liga zu halten. Das ist unser Auftrag und da gilt es halt wirklich mehr wie 100% zu investieren. Und das erwarte ich, dass wir das die letzten Spiele machen. Zu Hause haben wir es gemacht und jetzt eben, wie gesagt, auswärts. Ich denke, unabhängig davon sollte man planen. Wir hoffen alle nicht, dass es Bezirksliga ist, aber trotzdem muss man die Planung auch für die neue Saison vorantreiben. Ja, wenn wir einen Philipp da haben, fragen wir ihn. Philipp, für euch die Situation als Spieler natürlich auch nicht leicht. Endling war Verein, Bayernliga waren wir gewohnt über 15, 16 Jahre. Dann ging es in die Landesliga, jetzt spielt man um einen Abstieg, jetzt geht es darum, spielen wir nächstes Jahr Landesliga, spielen wir Bezirksliga. Wie beeinflusst euch das als Spieler? Wie geht ihr damit um? Ja, ich denke, den Druck sind wir ja gewohnt, weil in der Bayernliga-Saison standen wir auch die ganze Zeit unter Druck und sind den Abstiegskampf gewohnt. Und ja, wir versuchen unser Bestes. Unser klares Ziel ist der Klassenerhalt. Wir wollen die Liga halten und das ist für uns oberste Priorität. Und alles andere stellen wir erstmal hinten an. Roland, man sieht es jetzt gerade in Aichach, dieselbe Geschichte mit dem Volker Weingartner. Die Mannschaft bricht auseinander, muss man das auch befürchten in Endling, dass diese Mannschaft, so wie sie jetzt da steht, dann auseinanderbricht, wenn es in die Bezirksliga gehen sollte? Ja gut, ich glaube, die Situationen kann man nicht ganz miteinander vergleichen. Beim TSV Endling gibt es doch viele Endlinger Eigengewächse. Wir haben ja auch viele Spieler aus dem eigenen Jugendbereich, dann Spieler von der näheren Umgebung, so wie jetzt auch der Philipp Körner. Und ich glaube nicht, dass wir komplett auseinanderbrechen werden, aber es sind natürlich schon auch Spieler dabei, die möchten halt so hoch wie möglich spielen. Und wenn wir zweimal absteigen, ja, es ist natürlich sportlich nicht erfreulich, muss man ganz klar sagen. Aber ich glaube trotzdem, ich hoffe und wir werden alles dran setzen, den Abstieg zu vermeiden. Aber soll es wirklich so sein, ich glaube, dann sollte man auch vernünftig weiterarbeiten und könnte man vorstellen, dass man trotz allem dann irgendwann die Talsohle erreicht hat und dann wieder die Planungen für bessere Zeiten vorantreibt. Ja, Roland, das Wort ist ein schöner Abschluss. Es werden sicherlich wieder bessere Zeiten kommen, das wünschen wir euch. Philipp, dir als Spieler wünschen wir natürlich auch den Erhalt der Landesliga. Roland, dir als Trainer, wir kennen uns schon sehr, sehr lang. Und vor allem den TSV Endling. Wir wünschen euch alles Gute, sagen danke, dass ihr hier im Soccer-Center Gasthofen bei uns, bei Schwaben Soccer zu Gast wart. Holt 3 Punkte in Oberweigertshaufen, die brauchen es jetzt nicht so dringend wie ihr. Und dann hoffe ich, dass wir euch auch nächstes Jahr als Landesligist hier begrüßen dürfen. Danke fürs Kommen und viel Erfolg am Wochenende. Vielen Dank, oder ja, können wir brauchen. Danke.